Auf dein Wohl. Barbara von Heidenberg, Multimillionärin. Miriam, da bist du endlich. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich sehe das. Schmeckt der Champagner? Der ist von gestern. Ich wollte mit dir auf deinen Geburtstag anstoßen, aber du warst nicht da. Klar. Genieß ihn. Du wirst dir in Zukunft nicht mehr so häufig Champagner leisten können. Du hast dein Bestes getan, Barbara. Aber es hat nicht gereicht. Was meinst du? Felix und ich, wir haben geheiratet. In Kopenhagen. Die Heiratsurkunde. Papas Geld gehört jetzt mir. Und du bekommst keinen Cent. Ihr habt geheiratet? Ganz legal. Aber das kannst du mir doch nicht antun. Dir nicht antun? Ich meine hinter meinem Rücken. Meine eigene Tochter heiratet und ich erfahre nichts davon. Wir mussten heimlich heiraten, weil du dagegen warst. Ich war doch nicht dagegen. Niemals. Jetzt sind alle Auflagen, die mein Vater in seinem Testament gefordert hat, erfüllt. Ich habe bis zu meinem 25. Geburtstag geheiratet. Deine Intrigen sind gescheitert. Ich bin noch nicht mit dir fertig. Du bist so undankbar. Das stimmt nicht. Wenn ich das geahnt hätte, dann hätte ich niemals meine besten Jahre geopfert, um mich um dich zu kümmern. Nicht schon wieder. Dafür, dass du gerade geheiratet hast, klingst du nicht sehr glücklich. Wundert dich das? Das kann nicht nur an mir liegen. Ich glaube eher, dass du gemerkt hast, dass du völlig überalt geheiratet hast. So ein Quatsch. Ich habe mir nicht den falschen Mann ausgesucht, sondern du. Ich habe den Mann geheiratet, den ich liebe und der mich über alles liebt. Wen willst du damit überzeugen? Mich oder dich? Geh mir aus dem Weg. Verstehen Sie mich? Ich brauche 300.000 Euro sofort. Was heißt, das geht nicht? Wissen Sie, wie lange ich mit Ihrer Bank schon zusammenarbeite? Ich will Dr. Feldmann sprechen. Sofort. Was heißt, er ist nicht da? Holen Sie mir ihn ans Telefon, oder ich... Das ist doch eine Unverschämtheit. Guten Tag, Verehrteste. Hab ich hereingesagt? Ach, ich war gerade in der Gegend und da dachte ich, ich schau mal vorbei. So, dachten Sie. Und Sie haben nicht dran gedacht, dass Sie mich vielleicht stören könnten? Entschuldigen Sie, aber wenn ich jetzt schon mal da bin, dachte ich, ich könnte mein Geld gleich abholen. Dann wäre das vom Tisch. Schließlich habe ich die Hochzeit genial verhindert. Ja, wirklich genial. Sie sagen es. Also haben Sie mein Geld? Herr Schwarzenbeck, wir beide haben doch eine Vereinbarung, oder? Ja. Sie warten, bis ich Sie anrufe und dann kommen Sie und holen Ihr Geld. Ja, aber... Kein Aber, ich melde mich. Ha 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 ha!